Sage, 12 Sternpunkte hat es für diesen Knochenkupers, für diese Knochenkupers gegeben. Wir haben gerade einen Pilz bekommen. Den werde ich erstmal ganz schnell aufessen. Denn wir haben gerade echt genug Pilze in unserem Inventar. Entweder habe ich gerade Halluzinationen oder werden die Sternpunkte immer weniger. So, was haben wir denn hier alles? Okay, da ist was. Oh. Bam. Und diesen Schalter müssen wir jetzt. Moment mal. Da könnte auch etwas in der Luft sein. Das prüfe ich erstmal gleich mal nach. Hier oben etwas sein könnte. Da ist sogar was. Da hinten ist sogar ein Sternsplitter. Um dem rein ranzukommen, ist gar nicht mal so einfach. So, mit Kupio diesen Schlüssel holen und dann wieder zurück mit dieser Treppe. Ich weiß, dass es irgendwie gibt, dass man da hoch konnte. Einmal versuche ich es nochmal. Mit Anlauf! Nee. Also hier oben ist schon der Sternsplitter in Logatzburg, also den werde ich mir jetzt erstmal merken. Oh, ein Safe-Block. Der kommt gerade wie gerufen. Ich weiß nicht, welche Gegner jetzt auf mich so lauern werden. Ja. Und jetzt ist Kupio. Ich mach mal den hier mit dem Pilz platt. Kupio kann den liegenden Cooper. Sehr schön. Sehr schön abgewehrt, aber den Power Downs muss ich euch auch noch zeigen, ne? So, einer von denen ist schon weg. Tja, das war's mit euch, Coopers. Ah, noch ein Pilz. Was will ich mit den ganzen Items? Euer Ernst? Rina. Und tschüssi, Kumba. Geht das so ein Schalter? Oh, lange waren keine Gäste in dieser Gemäuer. Was? Ein legendärer Held, weil du meine Stimme hören kannst?
Eine bizarre Idee. Überhaupt nicht. Ich denke, jeder kann meine Stimme hören. Ich schätze, du bist da auf einen Trick reingefallen. Aber egal, würdest du mich vielleicht trotzdem aus dieser Kiste befreien? Es ist ein wenig eng hier drin und ich bin schon ziemlich lange eingesperrt. Du musst nur den Schlüssel finden und die blöde Truhe aufschließen. Was? Ich würde dich sowieso mit einem Flug belegen, sobald du die Kiste öffnest. Wer macht denn sowas? Das ist doch schrecklich. Nein, sowas würde ich auf gar keinen Fall machen. Niemals, versprochen. Wenn du mich rettest, kann ich dir vielleicht auch helfen. Quasi zum Dank. Muss sich doch gegenseitig helfen. Das ist so wie geben und nehmen. Na, jedenfalls wäre ich froh, wenn du mit dem Schlüssel diese Kiste aufschließt. Oh Mann. Leute, das sieht jetzt ein bisschen nach einem sehr, sehr gefährlichen Raum aus. Und hier ist ohne eine Falle, ohne gar nichts, der schwarze Schlüssel. Habe ich gerade ohne Falle gesagt? Mario, schau mal, was da ist. Oh, fuck. Das ist übel. Ich schätze, es wäre besser, wir würden fliehen. Ach du heilige Scheiße. Na, wer hat denn das da? Da war jemand aber ganz schön höllisch Angst vor uns. Oh, anscheinend haben wir es geschafft. Also, wir haben den Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch die Truhe öffnen. Oh, du hast den Schlüssel. Wunderbar. Haha, du Tor. Was bist du für ein Narr? Aber meine Lügen waren wohl zu geschickt, ne? Aber diese Brücke ist ohnehin eine Falle, aus der es kein Entkommen gibt. Du wirst in diesem Mauern elendig krepieren. Aber vorher wird dich noch mein schrecklicher Fluch treffen. So ist eine Verflucht. Aha, damit bist du verflucht selber schuld. Und dieser Fluch ist noch viel, viel schrecklicher als der letzte. Drückst du erst, so dreht sich dein Körper wie ein Blatt im Wind. Wie schrecklich. Und nun zeig mir deine Gestalt in all ihrer Erbärmlichkeit. Halte er gedrückt und blicke deinem Schicksal in die Augen. Ah, nun begriff er dir deine jämmerliche Gestalt. Der Fluch hält an, solange du er gedrückt hältst. Spring, laufen, alle deine Bewegungen werden absolut jämmerlich aussehen. Hast du verstanden, was dieser Fluch dir antut? Ja, verstanden. Nun lebe wohl so nach. Wahahaha. Und dazu sage ich nur Danke. Denn sonst könnte ich hier niemals rauskommen. Und hier liegt auch ein besonderer Ohren. Und das hier ist der Ohren, vor dem Luke Angst hat. Und jetzt machen wir Geräusche wie ein Frosch. Ja. Dun. Ich schätze mal, wir haben alle Gegner schon gescannt. Wir haben nur 2 Blütenpunkte. Ja, also beim nächsten Kampf muss ich Sternfit einsetzen. Okay, da ist eine verschlossene Tür. Oh. Da haben wir einen weiteren Orden. Ach ja, genau, der Schlüssel. Den Schlüssel müssen wir von dem einen Raum dort hinten holen. Ja, genau, diesen Schlüssel benötigen wir. Dann haben wir also einen Burgschlüssel. Ja, wie sollen wir? Dann geht's wieder zurück zu diesem. Ja, immer das Hin und Her gelaufe. Aber das erste Kapitel ist ziemlich linear, also so schwer wird das erste Kapitel nicht.
Beziehungsweise so schwer kann es auch nicht werden. Dass es gleich die Hölle wird oder so. Burgschlüssel. Okay, der kommt mir ganz gelegen. Oh, guck, was draußen da rumliegt. Es ist ein Sternsplitzer schon wieder. So, und jetzt müssen wir außen rundum lang. Okay, Sternsplitter. Haben wir sonst noch etwas? Irgendwie ein Silber Coinblock oder so? Nee. Ja, immer diese nervigen Deppen. Bam! Alter, wir haben jetzt schon wieder 70 Sternpunkte. Wenn wir schnell sind. Dann haben wir unser Level Up schon bald geschafft. Scheiße, zu früh. Aber ich will den Lebenspilz. Dieses Item ist eines der wichtigsten Items in diesem Spiel. Dieses Item kann uns nämlich wieder zu Leben erwecken. Und da kann ich wieder nochmal runterjumpen gehen. Das erfordert viel Übung. Und viel Geduld. Ah, schon wieder zu früh. Obwohl? Nee, wartet mal. Ich muss gar nicht mit Kupio dahin schießen, ne? Das muss ich gar nicht. Das muss ich hier eigentlich gar nicht. Bin ich gerade erst drauf gekommen. Weil. Jetzt pass mal auf. Scheiße. Mann, dachte, das wäre jetzt so episch gewesen, aber ich muss tatsächlich den. Oder nee, so muss ich lang. Alles klar. Hatte wieder ganz vergessen. Boah, wir haben so viele Pilze. Ich meine aber keine Fußpilze, sondern essbare Pilze, aber. Nanu? Wie seltsam, ich bin wohl nicht die einzige Besucherin in dieser Burg. Wer bist du? Ich bin eine Diebin, die viel in der Welt herumkommt. Man nennt mich Nagarine. In dieser Burg soll es irgendwo einen seltenen Ort geben, deshalb bin ich hier. Aber sagt, was treibt euch in die verfallene Gemäuer dieser alten Burg? Wir sind hier, um Luca zu besiegen und ein Sternjuwel zu finden. Und leider können wir dir dieses Sternjuwel unter keinen Umständen überlassen. Sternjuwel? Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas in dieser Burg gibt. Habe ich vielleicht gerade einen heißen Tipp erhalten? Auf keinen Fall. Aber egal. Schließlich wart ihr zuerst auf der Suche nach diesem Sternjuwel. Meinen Ohren habe ich schon. Das Sternjuwel soll also eure Beute sein. Wie bitte? Oha, zum Abschied nur so. Dabei haben wir uns gerade erst getroffen, aber es ist Zeit für den Abschied. Was für eine Freche. Ach ja, eins wollte ich dir noch sagen. In dieser Burg befindet sich ein Orden, der im Kampf gegen den Drachen helfen soll. Was für ein Orden? Das weiß ich auch nicht. Hast du ihn etwa schon? Wenn du gegen Lukas kämpfst, solltest du diesen Orden auf jeden Fall anlegen. Und damit, adieu, mein bärtiger Kavalier. Bis zum nächsten Mal. Eine seltsame Person, aber irgendwie auch charmant, oder? Einen Pilz. Schlüssel.
Und hier müsste der Honigsirup sein, oder? Ja. Honigsirup. Honig, ja. Also 5 Pilze, also wir sind, schätze ich mal, ganz gut ausgerüstet für den Kampf. Ein Lebenspilz, zwei, ein Hotel, nee, ein Mysterium zum Kampf. Ja. Und ich kann. Dich hole ich erstmal runter. Ich spreche erstmal aus. Tja. Wir stehen wieder ganz kurz vor dem Level ab, ne? Alter Schwede. Wie schnell das alles gehen muss, ne? Und im nächsten Part geht es weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, da bin ich dann nicht. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Boah, ein Spielbar. Bis dann und ciao.